So, wir sind durch mit der Wurmbehandlung und jetzt kann ich endlich wieder alle Schüsseln befüllen und die Teppiche hinlegen, Tunnel und alles. Und die Babys bekommen auch wieder ihre Laufwaschekiste. Ganz neu und frisch und dann wird es auch wieder spannender. Da haben wir sie ganz versteckt im Busch. Mhm. Ganz versteckt im Busch sind sie. Megan, was knurrst du mich denn an? Hm? Ihr habt ja einen schönen Platz. Da findet euch keiner, nur ich. Nur ich weiß, wo ihr seid. So, wollen wir wieder reingehen? So, ihr zwei. Oh Gott, ihr seid aber so süß, Maggie. Maggie macht noch eine extra Runde. Hopp, hopp. Komm. Kopf. Ja, Erik, da kocht jemand, das ist doof. Gell? Da traust du dich nicht rein. Erik, da gehe ich auch hin. Erik, alles neu und du bist ins Bad. Kann jetzt sein. So, ich bin gerade pflücken für die Babys und hier ist eine Ader von Wiesenbärenklau. Schaut mal, so viel Wiesenbärenklau für die Babys. Da kann ich richtig schön was mitnehmen. Hier wächst ganz viel Wermut. Richtig schön. Ich finde, der riecht auch so gut. Der ist auch gut für den Bauch. Ist jetzt genau das Richtige nach einer Wurmkur für die Babys. Sehr friedlich hier. So, Schafgarbe. Im Kraut auch gut für den Bauch. Also Babys muss man nicht verstehen, ich habe jetzt alles, naja, alles noch nicht, also alles steht noch nicht wieder, aber es ist wieder einiges da und anstatt, dass sie irgendwie, dachte ich ja dann, sie erkunden oder so, nee, von draußen rein und ins Bad und da sitzen sie jetzt. So, Maggie Mac lässt sich schmecken.
Maggie. Jetzt wollte ich ein Familienbild mit ihr machen, aber sie denkt, es gibt Medizin und flüchtet. Das ist natürlich blöd, wenn seit sie bei mir ist, ich ihr irgendwelche Medizin geben musste. So, Babys sind mal aus dem Badezimmer gekommen. Habe ich für euch gepflückt, Schätze. Ihn noch mal raus, Schätze. Ja, der Erik möchte noch mal hüpfen. Hm? Möchtest du noch mal hüpfen, Erik? Wie gefällt euch euer neues Reich wieder? Hm? Hm, Erik, ja, das sind wieder Tunnelis. Und Kisten und Teppiche und der Tisch ist wieder da und euer Kräutertopf. Jetzt erkunden die Babys alles. Ja. Jetzt ist wieder schön, gell? Ja. Hm, Erik, ja. Maggie, die Papierschreddermaschine ist wieder am Start. Wie eine Wahnsinnige. Wie eine Wahnsinnige. Was ist? Da ist aber jemand sehr wütend. Hm? Meine Güte. Meine Güte. Das muss noch desinfiziert werden. Ups, man sieht ja gar nichts. So, also das habe ich jetzt fertig desinfiziert. Dann kann es wieder zum Einsatz kommen. Was ist jetzt passiert? Was ist denn jetzt passiert? Erik, was hat die Maggie gemacht? So, jetzt wollte ich zeigen, wie Maggies Po vom Ding runterhängt. Ein schönes Paar sein.
Seid ihr so ein schönes Paar? Bis morgen, tschüss.